uns. Bist so gut, Gret. Das ist doch unser Vater. Sein Vater einmal sicher. Aber Gret, wie kannst du musst doch gar nicht auf die losen Rösli. Die hat sowieso noch drauf gewartet, bis der Vater stirbt. Also, wenn du noch einmal wagst, meine Frau zu beleidigen, dann. Reg dich ab. Ich verschwinde sowieso, wenn der Vater die Mülle dir vermacht hat. Das hat er auch. Da kannst du Gift draufnehmen. Aha. Darum bist du die ganze Zeit rumgeschlichen und hast ihn geköbelt, nach Strich und Faden. Bertel, bist so gut, hör doch auf. Denk mal, wenn euch der Vater gehört. Papperlapapp, hört auf mit dem scheinheiligen Geschwätz. Der Vater ist tot und basta. Also, gehen wir rein und machen das Testament auf. Dann wüssten wir's. Hey, Gusti, träumst? Das gilt auch für dich. Komm, Gusti, du musst doch auch dabei sein, wenn wir den letzten Willen von deinem Vater lesen. Ich hätte auch lieber den Vater als nur noch seinen letzten Willen. Hör endlich auf mit dem blöden Geschwätz. Der Vater ist tot und damit hat es. Also, rein mit dir. So, her mit dem Testament. Ich bin der Älteste. Ich lese vor. Jawohl, mein Mann liest vor. Dann lese ich vor. Ruhe jetzt! Ich, Gustav Müller von der Mühle, erkläre hiermit im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, dass die Verteilung meiner Hinterlassenschaft nach meinem Tode wie folgt geschehen soll. Meinem Sohn Gustav, der mir der Liebste von allen ist... Das darf doch nicht wahr sein! Der Gusti? Wieso ausgerechnet der Gusti? Also das akzeptiere ich nie. Halt's Maul zu. Das geht doch wirklich zu weit. Da schuftet uns ein jahrelang wie ein Gescheiter. Lass doch das erste Mal fertig. Also, meinem Sohn Gustav, der mir der Liebste von allen ist, kann ich die Mühle leider nicht vermachen, weil er ein Träumer ist, der von jedem Bauern übers Ohr gehauen würde. Die Mühle braucht eben einen, der rechnen kann. Und das ist mein Erstgeborener und vor allem seine Frau. Die Mühle soll also der Hugo bekommen. Aha. Mein zweiter Sohn und seine brave Frau, das Rösli, bekommen meinen guten Esel. Für Gustav, meinen lieben Gusteli, habe ich leider nur noch den Kater Siedepfötli übrig. Er ist ein braves Tier und kann sehr gut Mäuse fangen. Dies ist mein letzter Wille. Gezeichnet Gustav Müller. Also, was habe ich gesagt? Ja, ja, wir wissen es jetzt. Du kannst deinen Triumph für dich behalten. Aber Bertel, bist doch auch zufrieden. Gusti, das Gescheitste wird sein, wenn du gleich dein Bündel packen. Aber Hugo, das muss doch nicht gerade jetzt sein. Das hat doch noch ein bisschen Zeit. Nichts ist. Ich habe nicht gerne das Haus voller Leute. Geh packen. Meinst du? Was meinst du, Bertel? Ich habe dich jetzt eine Mülli und du hast einen Esel. Eine Mülli braucht einen Esel und ein Esel braucht eine Mülli. Begreifst du? Ich meine, ob wir echt nicht wollen, zusammenspannen Wenn ich mir das so überlege... Überleg nicht lang, komm, schlag ein. Also gut, da ist meine Hand. Prima. Gret, hol Most und Gläser, dass wir die Abmachung können begüssen. Ich bin fertig. Was meinst du? Ich habe mein Bündel gepackt. Ja, also dann mach's gut, Gusti. Alles Gute, Gusti. Gusti, ich weiss gar nicht, was ich dir zum Abschied soll sagen. Du gehst jetzt ganz allein in die weite Welt und musst dich allein durchschlagen. Komm, Rösli, lassen. Du kannst ihm auch nicht helfen. Der Bertel hat recht. Kommt, jetzt trinken wir ein Glas auf unsere Zusammenarbeit. Mach die Türen zu, Hugo. Es geht niemand etwas an, was da innen geredet wird. Du hast recht. Oh, hä? Der Gusti hat meine seine Stiefel vergessen, die ihm der Vater letztes Jahr messen lassen hat. Hey, Gusti, hast du nicht etwas vergessen? Du musst aber aufpassen, dass du keine Blatteren überkommst. Blöder Lackaff. Vater, was hast du mit mir gemacht? Ich habe immer gemeint, du hättest mich gern. Und jetzt stand ich einfach auf der Straße. Mit was habe ich das verdient? Ich habe ja gar nichts gelernt. Nur Korn malen und den Esel führen. Ich kann doch gar nicht anders. Ich kann ja nicht einmal zu einem Bauer als Knecht. Bis ruhig sei, der Pfötli. Ich kann ja nicht einmal bei einem Handwerker eine Lehre machen. Für eine Lehre braucht es eben Geld und der Vater hat immer alles wieder in die Mühle gesteckt oder hat ihm noch besser einen Esel gekauft. Miau, du hast doch mich. Wieso dich? Mit dir kann ich jetzt auch etwas machen. Du kannst ja auch noch Mäuse fangen und dann ist fertig, Schluss Samen. Bist du sicher? Miau. Blöd, klar bin ich sicher. Du bist eigentlich nur eine Katze und Katzen sind... was hast du gesagt? Miau. Gott sei Dank, jetzt habe ich schon gemeint, ich spinne. Wieso? Weil ich doch gemeint habe, du redest. Hilfe! Also du tust ja schon gerade, wie wenn du noch nie einen Kater gesehen hättest. Mal schon, aber noch nie einen, der redet. Da gewöhnst du dich schon dran. Miau. Miau. Und jetzt? Was und jetzt? Miau. Du hast mich doch geerbt. Ich gehöre doch jetzt zu dir. Dumm. Und jetzt? Ah, ja, ja. Du bist das Einzige, was mir mein Vater vererbt hat. Das Allereinzige. Das andere haben alles meine Brüder bekommen. Alles. Nur weil ich der Jüngste bin, habe ich nichts bekommen. Rein gar nichts. Miau. Ja, dich.
Aber ums Herdöpfel Gottes Willen, was soll ich auch mit einer Katze anfangen? Soll ich dir eine Maus fangen? Miau. Ich bin doch keine Katze. Schade. Ja, hast recht. Wenn ich eine Katze wäre, dann wäre es einfach. Dann würde ich jetzt mit dir ab auf die Bäume. Wir könnten vom Haus leben. Aber so. Miau. Seh doch auch nicht nur grau. Der Himmel ist nicht immer blau. Tränen stehen dir gar nicht gut. Mut, mein Freund, und ruhig Blut. Weisst, wie's ist, wenn alles krumm läuft? Weisst, wie's ist, wenn alles dumm läuft? Plötzlich heisst, du kannst jetzt gehen. Du bist nicht mehr daheim da. Niemand will dich bei sich haben. Immer heisst, du musst weitergehen. Immer heisst, du musst weitergehen. Schau mich jetzt doch einmal an, sollst an mir einen Spannen haben. Ich will immer wieder sein, ob Regen oder Sonnenschein. Weisst, wie's ist, wenn alles krumm läuft? Weisst, wie's ist, wenn alles dumm läuft? Plötzlich heisst, du kannst jetzt gehen, du bist nicht mehr daheim da. Niemand will dich bei sich haben. Immer heisst, du musst weitergehen. Immer heisst, du musst weitergehen. Bist doch auch kein kleines Kind, streck dein Näsli hoch in den Wind. Tapfer bin doch auch dabei. Mutti Gusti, komm, schlag ein. Mutti Gusti, komm, schlag ein. Weisst, wie's ist, wenn alles rund läuft? Weisst, wie's ist, wenn alles bunt läuft? Plötzlich ist ein Spanner gekommen, stehst nie mehr alleine da. Weisst, wie's ist, wenn alles rund läuft? Weisst, wie's ist, wenn alles bunt läuft? Plötzlich ist ein Spanner gekommen, stehst nie mehr alleine da. Du stehst nie mehr alleine da. Und? Was machen wir jetzt? Ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir fort. Ja, so, ja, natürlich. Wir müssen ja fort. Aber wenn wir schon fort müssen, dann möglichst weit. Lieber nicht so weit. Mal, so weit wie es noch geht. Ich will nie mehr etwas mit meinen Brüdern zu tun haben und nie mehr etwas von ihnen hören. Das begreife ich. Aber denk doch auch ein bisschen an mich. Ich heiße nicht umsonst Seidenpfötli. Warum? Bist du nicht gut zu Fuß? Nicht so. Kommst du dein Blattern über vom Laufen? Sag nicht, aber wund, miau. Ganz wund werden meine Seidenpfötchen. Ja, so da lang kann ich dich nicht wegen dem. Ich habe dich ja schließlich geerbt. Warte, ich kann's. Schau da, die Stiefel gehören auch noch mir. Da, probier sie mal, die sind ganz neu. Stiefel? Miau! Das ist doch aber nichts für einen Kater. Das ist doch gleich. Du bist doch jetzt mein Kamerad und darum sollst du auch meine Stiefel haben. Kann ich nicht auch ohne Stiefel dein Kamerad sein? Ja, mal schon. Aber es ist doch wegen deinen Seidenpfötchen. Probier's nur, die gehen dir sicher. Was meinst du? Miau, das ist aber fürchtig eng. Ich kann ja Krallen gar nicht mehr rauslassen. Das ist auch nicht nötig. So. Miau. Und jetzt musst du aufstehen. Miau. Aufstehen? Das geht doch aber gar nicht so. Klar geht's. Komm. Gib mir deine Pfoten, ich helfe dir. Nein, denk die vorderen Lappen. Selbe Lappi, dann muss ich doch auf deine neuen Stiefel stehen. Das sollst du auch. Für das sind Stiefel doch da, zum draufstehen. Ja, aber... Miau! Jetzt darfst du eben nur noch auf den Hinterpfoten laufen. Ich bin doch aber keine Zirkuskatze. Nein, sag nicht, aber sonst etwas Besonderes. Wieso? Miau. Weil du erstens einmal mein Kater bist, weil du reden kannst und Stiefel anhast. Weil du ein gestiefelter Kater bist. Aha! Ein gestiefelter Kater! Miau! Komm, jetzt gehen wir. Das Bündel nehme ich auf diese Seite und mit dem anderen Arm helfe ich dir. Du musst nur schauen, in ein paar Tagen geht es schon ganz gut. Was meinst du? Natürlich. Also, jetzt zuerst den Link führen. So. Und jetzt den Recht. Und wieder den Link. Nochmal der Recht. Zuerst der Link und dann der Recht. Schau, du machst das gar nicht schlecht. Immer eine vor der anderen, lass nicht lup. Augen vorwärts, große Wanderer, schau nie zurück, schau nie zurück. Zuerst der Link und dann der Recht. Siehst, ich mach das gar nicht schlecht. Auch wenn mich die Stiefel stechen wie nicht gescheit. Alle Krallen mir abbrechen, es ist nicht mehr weit, es ist
und jetzt miteinander. Zuerst der Link und dann der Recht. Schau, du machst das gar nicht schlecht. Immer eine vor der anderen, blas nicht Look. Augen vorwärts, große Wanderer, schau nie zurück. Augen vorwärts, große Wanderer, schau nie zurück. Und der Gusti kommt und kommt nicht. Dabei hat er doch nur ein bisschen vorauslaufen, um herauszufinden, wo wir am gescheitsten durchgehen. Miau! Seidenpfötli! Gusti! Miau! Endlich! Muss entschuldigen, Seidenpfötli, dass ich dich so lange warten lasse. Das macht doch nichts, Gusti. Du hast sicher gedacht, ich sei ein schlechter Kamerad. Stimmt, das habe ich gedacht. Aber wo bist du denn so lange gesteckt? Ja, weißt, ich bin etwa einen Tag gelaufen. Dann habe ich die Malenstadt gesehen. Eine wunderschöne Stadt mit ganz dicken Mauern drumherum. Ja. Oben auf dem Hügel ein Schloss, ganz weiss, mit massenhaft Türmli und so. Massenhaft Türmli? Ja, aber die Leute im Städtli haben gesagt, im Schloss innen sei es gar nicht so schön wie aussen. Nicht wegen der Einrichtung oder so, aber weil der König immer schlechte Laune hat. Sie fangen fast nicht mehr zum Aushalten. Ja. Und weisst du, warum der König immer schlecht aufgelegt ist? Weil er fürs Leben gern Kümmel braten isst. Das ist doch kein Grund. Moll, Kümmel wissen das eben. Und immer wenn die Jäger vom König zum Tor rausgekommen sind, haben sich alle in ihren Höhlen versteckt. Seit Jahren hat sich keiner mehr verwünschen lassen. Jetzt hat der König alle Jäger fortgejagt und die Köche auch. Köche auch? Ja, er hat gesagt, er will niemand mehr sehen, bis er wieder einmal einen Kümmelbraten gegessen hat. Und weil er immer so hässig und unzufrieden ist, sind ihm seine Minister, Diener und Dienstmädchen vorgelaufen. Miau! Eine so eine verrückte Geschichte. Königliche Jäger, die nicht einmal einen Kümmel verwitschen. Miau! Wenn ich noch Jäger gelehrt hätte, dann könnte ich vielleicht bei dem König eine Stelle bekommen. Aber so ist es aussichtslos. Weißt du, was ich da in diesem Sack habe? Nein, was? Lang mal rein. Beißt es aber nicht. Angst das! Miau! Ein Küngeli? Woher hast du das? Woher? Miau, woher? Gefangen, denk! Wir müssen doch etwas zu beissen haben. Du hast das gefangen? Du ganz allein? Ja, sag mal, könntest du noch mehr fangen als nur eins? Klar kann ich. Aber mal, ich bring's zum König. Wieso du? Weil du nicht kochen kannst. Und wenn der König auch die Küche vorgeschickt hat, muss man es auch noch selber kochen können. Woher willst du denn du können kochen? Ich bin darum immer neben dem Ofen gelegen, wenn das Rösli gekocht hat. Ja, so, ja. Und das Rösli hat gut gekocht, vor allem Küngelibraten. Gut, ich bin einverstanden, du gehst zum König. Du musst mir aber den Weg zeigen. Also, komm. Was brüllst denn du schon wieder im Schloss rum? Ich muss dir dann rufen, wenn du nie der bist, der zu etwas sein und wo man dich braucht. Ja, für was brauchst du mich denn jetzt schon wieder? Kannst du eigentlich nie etwas allein machen? Na klar, ich mache sonst immer alles allein. Aber das mal geht's nicht. Warum nicht? Was muss ich denn machen? Wenn du nicht immer so viele Fragen willst, wären wir schon lang fertig. Also komm jetzt. Erst, wenn du mir gesagt hast, was ich muss. Nein, jetzt sag ich es mal nicht. Wenn ich dich an den Ohren muss, ich Küche rausschleichen. Was ist auch los? Bald alle streiten. Ja, eigentlich nicht direkt streiten. Nur ein klein. Entschuldigung, Prinzessin. Aber der Balz. Der Balz! Aber Alice, du briegst ja. Raus mit dem Sprachbalz. Was habt ihr gehabt? Nichts. Ich schwöre hoch und heilig. Sie hat nur wollen, dass ich ihr helfen kann. Und warum bist du denn nicht mitgegangen? Ich bin dann schon gegangen. Aber ich wollte zuerst wissen, was ich helfen soll. Was hätte dir denn helfen, Alice? Eben beim Kochen. Ich kann doch nicht mit beiden Händen lupfen und dann auch noch am Faden drum herumbinden. Für das muss man doch das Zweite sein. Warum sagt ihr denn einmal nicht, für was sie mich braucht? Du musst denk nicht immer alles wissen. Es nimmt mich jetzt aber gleich auch Wunder. Was kochst du denn gut?
falsches Kaninchen. Oh, du liebe Zeit. Oh, ja, es ist eben mit Kabis drum und noch etwas anderes drin. Und jetzt sollte man das doch zusammenbinden, dass es die richtige Form hat. Falsche Kügel, du heilige Strohsack. Du willst damit ganz sicher meinem Vati eine Freude machen, gell, Ali? Ja, er hat doch von nichts anderem mehr. Und da habe ich gedacht, vielleicht hätte er eine Freude an einem Küngeli aus Kabis. Ein Kabis-Küngeli gibt es zum Znacht. Alles nur, weil du den ganzen Tag noch rumhockst, anstatt dass du auf die Jagd gehst und einen richtigen Küngel heimbringen. Da ist der Balz nicht schuld. Er kann nichts dafür, dass sich Küngel nicht verwütscheln. Also, siehst du. Und die Jäger haben die auch nichts dafür können? Nein, die Jäger auch nicht. Und die Köche sind sowieso nie schuld gewesen. Von nichts kommt halt eben nichts. Ja, siehst du, Aris, so kannst du rechnen lernen. Wieso rechnen? Ich kann schon genug mit dem Kochen lernen. Wieso soll ich jetzt auch noch rechnen lernen? Das ist doch wichtig, oder? Also, schau. Null Küngel. Und null Küngel gibt null Küngelbraten. Deine Rechnung stimmt leider. Aber jetzt probiere ich doch eben gerade einen falschen Küngel. Du kannst doch nicht richtige und falsche Küngel zusammenzählen. Es gibt nie etwas. Es gibt auch nichts, wenn du nicht endlich kommst, helfen. Ist das bei uns? Aber bald. Wo könnte es denn sonst sein? Wer ist echt draussen? Gang schauen, dann weisst du es. Ist ja wohl, Prinzessin Meierschön. Ich gang schauen. Siehst du jetzt, Prinzessin, so macht er es immer. Er muss ihn mal 100 Mal fragen, bevor er etwas macht. Das ist halt unser Balz. Aber er ist der Einzige, der trotz allem noch bei uns geblieben ist. Und das rechne ich ihm hoch an. Genau wie du. Du bist auch die Einzige, die nicht davon gelaufen ist. Aber ich kann dich doch nicht allein lassen, Prinzessin. Prinzessin Meierschön, ich melde dir einen Gast an. Das freut mich. Es ist schon gar lang her, seit uns jemand besucht hat. Schnell sag, wer ist es? Es ist ein Kater. Ein Kater? Eine Katze? Ja, eine ganz gewöhnliche Katze. Ja, und was will der Kater bei uns? Ja, er hat gesagt, was hat er gesagt? Ein Kater kann doch gar nicht reden. Mal, der Katze. Ja, und Stiefel hat er an. Und einen Sack über die Schulter gehängt. Das ist ja wie im Zirkus. Schnell führen rein. Den Kater muss ich sehen. Ja, mit dem grössten Vergnügen, Prinzessin. Eine Katze, die kann reden, das ist mir auch neu. Ich bin auch gespannt wie ein Regenbogen. Prinzessin Meierschön, ich melde dir den Kater. Den Kater. Ja, wie heisst es jetzt schon wieder? Ich danke dir bald. Vielleicht kann sich unseren Gast gerade selber vorstellen. Das ist mir eine grosse Miau-Ehr. Allerlieblichste Prinzessin Meierschön. Ich bin der Kater Siedepfötli. Was gibt's da zu lachen? Ein Walz, Alice. Entschuldigung, Kater Siedepfötli, dass die beiden so lachen. Es ist ja nicht böse gemeint. Wir haben eben ja, wir lachen dann nicht aus. Er sieht ja nur so richtig aus mit seinen Stiefeln. So, jetzt Ruhe. Der Kater Siedepfötli hat das Wort. Allerschönste Prinzessin. Ich komme im Auftrag von meinem gnädigen Herrn. Ein Graf von Katzenfels. Er lässt den Herr König ganz höflich grüßen und würde sich freuen, wenn er das kleine Geschenk hier annehmen würde. Miau. Oh, ein Küngeli! Juhu, Prinzessin, ein Küngeli! Ich sehe es! Das ist ja ein bescheidenes Geschenk. Ich weiss. Aber ich habe gehört, der Herr König Margarot sei ein grosser Liebhaber von Küngelfleisch. Du hast ganz richtig gehört. Ich weiss gar nicht, wie ich dir, oder besser gesagt, dem Herr Graf danken soll für das wunderbare Geschenk. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Es ist ganz frisch. Man sollte es vielleicht gerade ausnehmen und in die Pfanne damit. Es wird dann am besten. Du hast recht, Siedepfötli. Balz, schnell mach Feuer in der Küche. Und du, Alice, nimmst das Küngeli und machst es bei meinem Vati zweg. Das Feuer brennt schon, Prinzessin. Und das Küngeli schon? Oh, Prinzessin, ich kann doch gar kein Küngel kochen. Ich will das haben können. Dann probier's doch einfach alles. Bis so gut probier's. Und wenn ich dann etwas falsch mache? Ich kann nicht, Prinzessin. Ich habe Angst. Das ist doch zum Verzweifeln. Jetzt, wo wir endlich wieder ein Küngeli hätten, haben wir niemanden, der es kochen kann. Excuse, Prinzessin Meierschön. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja, weißt du jemanden, der weiss, wie man Küngeli zubereitet? Miau. Ein Schnellsex? Ich? Miau. Du? Miau. Ja, dann darf ich dich bitten, dein Geschenk auch gerade noch zuzubereiten. Selbstverständlich. Es ist mir sogar eine besondere Ehre, der Hofkoch von Herrn König Margarot zu sein. Ich danke der Kater Siedepfötli. Halt! Halt! Oh, der König, schnell, geh in die Küche und mach das Küngeli zu weg. Es ist wie der Blitz fertig, Prinzessli. Komm, Alice, zeig mir, wo du durch. Halt! Wo steckt der dummes Fullpilz wieder? Vati? Was ist, weißt du, wo er steckt? Oh, mein Schön. Küngel, Küngel, nicht als Küngel tanzt vor meinem inneren Auge. Sag, wo steckt der ungeschickte Lümmel, wozu nichts und gar nicht taugt?
Jeden Tag geht er doch huse, nimmt den Pfeil und Bogen mit. Geht er nur in Waldkopfhuse, dass er nie einen Küngel bringt. Küngel, Küngel, nur noch Küngel, söhne wieder auf den Tisch. Wägen wir so gar nicht Kümmel, wenn's nur Küngel, Küngel ist. Goldbraun backen, zart und saftig, soll mein Küngel braten sein. So ein Küngel wär wahrhaftig, als was braucht zum glücklich sein. So ein Küngel wär wahrhaftig, als was braucht zum glücklich sein. Aber Vati, du musst doch wegen dem nicht verzweifeln. Nicht verzweifeln. Du hast gut reden. Dabei weiss ich ganz genau, dass ich nie mehr einen Küngeli braten auf meinem Tisch habe. Aber Vati? Nie mehr, ich weiss es. Ich bin aber ganz sicher, dass... Gib dir keine Mühe, mein Kind. Ich sollte ja wissen, dass ich erst wieder einen Küngeli braten überkomme, wenn... Aber lassen wir das. Wann kommst du wieder einen Küngeli braten über, Vati? Ich kann dir es nicht sagen, mein Kind. Ich will dich nicht auch noch traurig machen. Aber jetzt hat er mich dann gleich so weit, dass ich wirklich den Verstand verliere. Wer hat dich so weit? Und warum sollst du den Verstand verlieren? Weil ich dann nachgebe. Weil er dann erreicht hat, was... Bist so gut, Meierschön. Hör auf, fragen. Nein, jetzt will ich es wissen. Wer will etwas von dir und was? Und wer plagt dich so und warum? Gut, du sollst es wissen. Es geht ja schließlich auch um dich. Magst du dich noch besinnen, wie das war vor vielen Jahren, wo die Jäger aufs Mal kein einziges Küngeli mehr geschossen haben? Ja. Kurz voran hatte ich Besuch gehabt. Vielleicht magst du nicht den kassigen Kerl besinnen, der mir keine Ruhe gelassen hat, bis ich ihn mit dir bekannt gemacht habe. Ja, meinst du den, der so schwarz angelegt war und ganz stechende Augen hatte? Stechende Augen? Ganz genau den meine ich. Und was ist mit dem? Der hat mir erzählt, er sei König geworden im Nachbarland und weil er noch keine Königin hat, will er dich zu seiner Frau machen. Oh, Vati. Ich habe mich dann überall nach dem komischen König erkundigt, aber es hat niemand eine genaue Auskunft geben. Es hätte zwar einen neuen König gegeben und auch ein ganz neues Schloss. Das Schloss sei einfach plötzlich da gestanden. Niemand wüsste, wie das gebaut worden sei. Aber der König hätte ich noch niemand gesehen. Er hätte auch keinen Diener. Das Schloss sieht aus, wie wenn es gar nicht bewohnt sei. Das ist wirklich gespässig. Allerdings. Und seit ich dem komischen König gesagt habe, ich gebe mein einziges Kind nicht zur Frau, seit dem Tag können wir keine Küngeli mehr fangen. Ich habe zwar vermutet, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuging, aber das wäre ja Zauberei. Das ist es ja, es ist Zauberei. Der König ist nämlich gar kein rechter König, er ist ein gefährlicher Zauberer. Er hat die Küngeli verzaubert und er ist auch schuld, dass ich immer noch an Küngel denken muss und nicht einmal mehr regieren kann. Und wenn ich ihm dich nicht zur Frau gebe, kommt ihm vielleicht noch etwas Schlimmes in den Sinn, um mich zu plagen. Psst, Prinzessin, was ist alles? Wir werden so weit. Oh, du liebe Zeit, das hätte ich fast vergessen. Alice, schnell trage auf. Sofort, Prinzessin. Vati? Ja? Wir haben eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung? Jetzt, wo ich weiss, was dir auf dem Herz liegt, ist die Überraschung ganz unklar. Mei, ich mache jetzt den Skumpen, ich will, dass es Küngel gibt. Schauen Sie, was ich da bringe, Herz mit Rüebli fein und zart. Federli und Butter bringt's, ist gut, ich schwör's bei Ihrem Bart. Herz mit Rüebli, immer das Gleiche, ich hab schon keinen Hunger mehr. Mit was kommst denn du anzuschleichen? Küngel, Küngel will ich sehen. Jetzt, Herr König, jetzt kommt's Größte. Du willst deine Freude dran haben. Es ist kein Blutwurst und kein Rösti. Etwas Feins mit Soße dran. Mach kein Witz und zeig den Braten. Es wird mir auch nicht wichtig sein. Ich habe jetzt keine Lust zum Raten, Meierschön, schau du mal drin. Vati, Vati, es ist ein Küngel, uns ist kaum ein Wunder geschehen. Küngel, Vati, so
schon lang nicht gesehen. Sapperlotz ist nicht zum Glauben. Meine Schüss wird alles gut. Aus ist mit dem bösen Zauber. Ich habe wieder neue Mut. Überraschung ist uns geraten. Unser König strahlt und lacht. Wo ist eigentlich Mutter Siedepfötli? Langsam wird es mir himmelangst um ihn. Er hat doch gesagt, er sei nur ein paar Tage fort, höchstens eine Woche. Und jetzt sind es schon 13 Tage und 9 Stunden. Miau, Gusteli! Siedepfötli! Endlich! Wo bist du auch so lange gewesen? Haben sie dich auf dem Schloss reingelassen? Hast du das Küngeli verwünscht? Und was hat der König gesagt? Miau! Da und dort, ja, ein Haufen Verschiedenes. Was soll jetzt das wieder heissen? Da und dort, ja, ein Haufen Verschiedenes. Das sind die Antworten auf deine Fragen. Wieso? Du hast mich 4 Sachen gefragt und ich habe dir 4 Antworten gegeben. Miau. Also ich komme nicht mehr draus. Du musst halt eins nach dem anderen fragen und schön langsam. Miau. Du hast gut geredet. Ich sitze da und warte Tag und Nacht, bis du endlich rumkommst. Und dann sollte ich auch noch schön langsam fragen. Jetzt will ich zuerst wissen, wo du so lange sie bist und warum erst jetzt wieder kommst. Schon wieder 2 Fragen, Gusteli. Schon wieder 2. Miau. Da hast du eine Antwort. Bei dir soll einer draus kommen. Gold? Das ist ja lauter Gold. Ja. Siedepfötli, woher ist das Gold? Wem gehört's? Vom König Margarot. Und gehört du jetzt dank dir, Graf von Katzenfels? Was, König Margarot und Graf von Katzenfels? Also Morgenfötli. Ja. Siedepfötli, du machst mich ganz konfus. Bist so gut, erzähl, aber der Reihe nach. Also gut. Ich bin mit dem Küngel aufs Schloss. Ich habe ihn zubereitet, der Herr König hat ihn gegessen und hat wieder gute Laune gehabt. Dann habe ich noch einen Haufen andere Küngel gefangen und habe es auch aufs Schloss gebracht. Der Herr König ist glücklich und die anderen auch. Miau. So, jetzt weisst du es. Ja, aber wem ist das Gold und wer ist der Graf oder was er ist? Das Gold gehört dir, weil... Miau. Weil du der Graf von Katzenfels bist. Aber ich bin doch der Gusti Müller. Miau, ich kann doch dem König Margarot nicht sagen, der Gusti Müller schickt dir einen Küngel. Wieso ich? Du hast dem König doch den Küngel gebracht. Bist du schwer von Begriff? Ich will dir doch helfen. Und darum habe ich gesagt, ich komme im Auftrag von dir, dem Graf von Katzenfels. Weißt du, zuerst wollte ich eigentlich nur ein bisschen Geld verdienen, dass wir leben können. Ja. Aber dann habe ich das Prinzessli Meier schön gesehen und dann gedacht, aber eben, da braucht man noch ein Schloss und so. Ein Mülli wäre mir lieber. Und dann ist da einer der böse Zauberer, der das Meier schön will heiraten. Aber der kommt sie nicht über, das schwört er. Siedepfötli, du bringst mich ganz durcheinander. Ja, ich weiss ja selber noch nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht fragt die Prinzessin gerade das erste Mal, ob sie nicht dich will heiraten. Was? Ja, aber das geht ja auch wieder nicht. Zuerst muss ich mit dem bösen Zauberer fertig werden. Nur nicht alles müsste hier so schnell gehen. Aber der König Margarot und das Meierschön können jeden Moment da sein und dann... Siedepfötli, ich muss mich in den Bach abkühlen. Gang noch, Gusteli, gang noch. Mir kommt schon noch etwas in den Sinn. Ich kann's. Das Schloss von dem Zauberer ist da ganz in der Nähe. Wenn ich vorausgehe, könnte ich ihn vielleicht überlisten. Das mache ich. Aber wenn ich jetzt dem Herrn König und den anderen sage, sie sollen aufs Schloss kommen und ich kann den Zauberer noch nicht besiegen, ich darf gar nicht daran denken. Wir wären sicher alle verloren. Oh, sie kommen.
Was mache ich jetzt mit den Kleidern von Gusti? Am besten verstecken. Ich muss ihn doch als Graf von Ratzenbels vorstellen. Sommer ist die schönste Zeit. Das Herz wird euch so groß und weit. Sommer ist die schönste Zeit. Ja, das Herz wird euch so groß und weit. Schau die Blumen da am Bach. Ihre Stängel ist zwar schwach. Das Köpfli streckt sie hoch durch. Finke, Nachtigall, zwitschert, singet überall. Blumen, Kräuter, Busch und Strauch, grünt und blüht, wie es der Brauch. Sommer ist die schönste Zeit, das Herz wird euch so gross und weit. Sommer ist die schönste Zeit, das Herz wird euch so gross und weit. Siehst, wie heute vor allen springt, die Mucke schwer mein Aufruhr bringt. Wenn ich jetzt den Angle hätte, gäb's den Braten dick und fett. Sommertag so heiß und klar, so voll Glück, so wunderbar. Geniesset's recht, ihr liebe Kind, glieb lasst euch ein anderer Wind. Hansle, Finke, Nachtigall, zwitschret, singet überall. Blumen, Kräuter, Busch und Strauch, grünt und blüht, wie es der Brauch. Sommer ist die schönste Zeit, das Herz wird euch so gross und weit. Sommer ist die schönste Zeit, ja, das Herz wird euch so gross und weit. Ein wunderschönes Plätzchen ist es da. Hoffentlich ist es aber auch das, was Sie der Pfötli gemeint hat. Ja, sicher. So nahe an der Grenze gibt es gar keinen anderen Platz. Blöd. Jeder Platz an der Grenze ist dann nahe an der Grenze. Alice, Balz, packen bitte den Zvieri aus. Sofort, Herr König. Die frische Luft tut gut, gell, Vati? Ja, ich merke erst jetzt, wie sehr es ihm gefehlt hat. Ja, so eine Reise wäre schon lange mal nötig gewesen. In jedem Städtchen und in jedem Dorf wirst du mit grosser Freude empfangen. Sogar die Bauern auf dem Feld lassen das Werkzeug liegen und jubeln dazu. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so beliebt sind. Weißt du was? Also bald. Das Messer gehört auch bei einem Zvieri auf der Wiese, auf die rechte Seite vom Teller und Gabel links. Ah, nie kann man nichts machen, wie es gerade kommt. Ja, was ich wollte sagen. Eben, wenn wir den Graf von Katzenfels besucht haben und ihm gedankt haben für die vielen Kümmel. Und dass er uns von dem bösen Zauber befreit hat. Ja, selbst natürlich in erster Linie. Dann reisen wir weiter durchs ganze Land. Los, wer ruft da? Ich habe nichts gehört. Jetzt habe ich es aber auch gehört. Ja, es ruft jemand um Hilfe. Balz, schnell gehen schauen. Nein, ich habe wirklich nichts gehört. Vielleicht ist jemand am Vertrinken. Gott sei Dank. Herr König, Prinzessin. Sie den Vögel. Es ist etwas ganz Furchtbares passiert. Was ist passiert? Der Herr Graf. Ja, was ist mit ihm? So, red doch. Ist er am Vertrinken? Gestohlen. Gestohlen ist worden. Gestohlen? Wer ist gestohlen worden? Der Herr Graf. Ruhe jetzt. Was ist mit dem Herr Graf? Schnell sag, was ist gestohlen worden? Kleider. Kleider vom Herr Graf. Miau. Die prachtvollen Gewänder. Wie ist denn das zugegangen? Mein Herr Graf ist geschwommen. Ja, weil heute doch so schön Wetter ist und... Kleider vom Herrn Graf habe ich alle schön an den Busch aufgehängt und dann gerade wieder ein paar Forellen gehökeln. Miau. Und dann, wo ich wieder rumschaue. Was war es? Nichts. Miau. Lauter nichts. Weg. Alle Kleider weg. Bin vom Erdboden verschluckt. Ja, und wo ist denn jetzt der Herr Graf? Er ist. Miau. Er ist. Im Wasser, dummes Kind. Im Wasser. Ja, er verkältet sich aber, wenn er zu lang drinnen bleibt. Ja, das kann dann auch im Sommer gefährlich sein. Blöd. Er geht dann aus dem Wasser, wenn er keine Kleider mehr hat. Eben. Und wir stehen da noch lange rum. Balz, geh schnell zur Gutsche und hol meine Kleiderkoffer. Jawohl, Herr König. Was gibt's da zu lachen, Alice? Ich habe nur gedacht, wenn er vielleicht ganz einen schmalen wäre. Alice hat recht. Seid der Pfötli, wie gross ist dein Herr Graf? Ja, etwa so und so. Ja, nun, besser ein Zweizkleid als gar ein Käse. Herr König Margarot. Im Namen von meinem Herrn, dem Graf von Katzenfels, möchte ich Ihnen den allerherzlichsten Dank aussprechen. Da gibt es nichts zu danken, das ist doch selbstverständlich. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen, Herr König? Wenn er gut ist, immer. Also, ich möchte vorschlagen, dass Sie und Prinzessin Meierschön, Alice und der Balz natürlich auch, zum Znacht aufs Schloss Katzenfels kommen. Miau.
Das Schloss von meinem Herrn Graf ist hier ganz in der Nähe. Und wenn Sie vielleicht ein Spaziergang im Fluss nachmachen wollen, dann könnt ihr vorausrennen und alles vorbereiten. Wir nehmen deine Einladung gern an, Siederpfötli. So, da ist der Kleiderkoffer, Herr König. Danke, Balz. So, komm, Siederpfötli, jetzt haben wir mal schauen, ob wir etwas finden für deinen Herrn Graf. Miau. Wie wär's mit dem? Aber Alice, das ist doch zu dunkel. Ein junger Mann braucht etwas Helles, Freundliches. Oder das da? Das wäre hell und freundlich. Ja, aber zu dick und zu warm für den heißen Tag. Und wer wäre das? Aber das ist doch Herr König sein Nachtkleid. Wie ist das, Prinzessli? Ja, das ist schon besser. Was meinst du, der Pfötli? Wunderbar, Prinzessli. Also, komm, Alice, nimm die Decke mit und trockne den Herr Graf zuerst gründlich ab. Ja, aber ich kann doch nicht... Das du, Herr Tümmi. Gib her. Ich kann ihn schon trocknen. Dann tue ich den Herr Graf einkleiden. Gut, Sieder Pfötli. Jetzt bin ich aber gespannt, wer der Graf ist. Ich auch. Sind doch nicht auch so gewunderfitzig. Fang lieber an zusammen rum, Alice. Ich freue mich richtig auf den Abend, Vati. Er könnte interessant werden. Mich nimmt es vor allem Wunder, wie der Herr Graf den Zauberer besiegt hat. Das wird er euch sicher erzählen. So, der Herr Graf wäre wieder trocken. Herr König Margarot, Prinzessin Meierschön, mein Herr, der Graf von Katzenfels. Endlich lernt man Sie kennen, Herr Graf. Endlich können wir Ihnen Danke sagen. Excuse, Herr Graf. Ich kann Ihnen jetzt voraus die Nacht vorbereiten. Bis dann aber anständig, gell, Gusteli? Und reden kein Blödsinn von der Mülli und so. Ja, also dann, auf Wiedersehen mit dem Amt. Bis später. Auf Wiedersehen, Sie, der Pfötli. Hilft dir alles zusammenpacken, Balz. Und dann ist Abmarsch. Immer gehen, immer Abmarsch. Ich habe aber keine Lust zum Laufen bei dieser Hitze, Herr König. Gut, wenn du nicht laufen willst, dann kannst du da alles zusammenräumen und mit der Kutsche nachkommen. Wir gehen in dem Fall schon voraus. Aber ich allein einladen? Seht ihr ganz recht. Ich will doch lieber laufen. Herr Graf, würden Sie bitte vorausgehen und uns den Weg zeigen? Ja, gern, Herr König. Hoffentlich finde ich ihn. Herr Graf? Ja, Prinzessin? Darf ich neben Ihnen laufen? Natürlich, wenn Sie gern wittet. Jetzt schaut ihr mal das Meierschöne an, Alice. Komm, wir müssen schauen, dass wir es nicht verlieren. Schnell, Herr König. Geht noch. Lasst mich noch allein den ganzen Krempel zusammenräumen. Aber wartet noch. Dafür isse ich dann nämlich gerade doppelt so viel zur Nacht wie ihr. Dreimal so viel! Ja. Das ist schlimm, wenn man bei so einer Hitze so viel arbeiten muss. Ich möchte mal der König sein. Und das Arbeiten ganz vergessen. Die anderen müssten Diener sein. Den ganzen Tag würde ich Kuchen essen. Hollala, duli duli duli, hopsa sa. 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 Ich würde go schwimmen. Ich würde go baden. Ich würde mal gar nichts tun. Ich würde mich an einem kühlen Tränkli laben. Ich hätte ganz einfach meine Ruhe. Hollala, duli duli duli, hopsasa. Hollala, duli duli duli, hopsasa. Hollala, duli duli duli, hopsasa. Ich würde mal Schiffli fahren. Da im Fluss oder dort auf dem See. Ich müsste keinen roten Rappen sparen. Die ganze Welt könnte ich gratis sehen. Hollala, duli duli duli, hopsasa. Hollala, duli duli duli, hopsasa. Hollala, duli duli duli, hopsasa. Das war gar keine dumme Idee mit dem Spaziergang. Das freut mich, dass du das eingesehen hast, Vati. Ich bin sicher schon mindestens ein Kilo leichter geworden. Ich könnte ja von jetzt an jeden Tag laufen. Nein, dann bist du in einem Jahr wieder schlank und rank wie der Herr Graf. Du bist ja Loserin. Nein, jetzt, wo ich wieder anders denken kann als nur immer an Küngel, muss ich mich dringend wieder um meine Regierung kümmern. Ja, das ist wirklich nötig. Du, Vati, sag mal, sind wir eigentlich noch in unserem Land oder ist das schon das Ausland? Da überfragst du mich.
Herr Graf, ist das noch mein Land, oder? Vor 5 Minuten sind wir am Marsstein vorbeigekommen. In dem Fall ist das schon Ihres Land, Herr Graf. Ja, also... Und dann kann Ihr Schloss ja nicht mehr sehr weit weg sein. Also, ich weiss nicht, dass Sie der Pfötli... Und die dichten grossen Tannenwälder dort, gehören die auch rein? Ja, also... Sie haben wirklich ein prächtiges Land, Herr Graf. Und schauen Sie mal die Kornfelder an. Die sind so schwer, dass fast bis am Boden runterhängen. Momol, und alles gehört Ihnen, Herr Graf. Ja. Alle Achtung! Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es Ihr Land ist, Herr Graf. Ich habe nämlich eine Zeit lang gefürchtet, es sei das Land vom Zauberer. Vom Zauberer? Oh, Vati, bin ich froh, dass der böse Zauber gebrochen ist. Ich auch, mein Kind. Aber ich glaube, wir haben uns gar nicht richtig beim Graf von Katzenfels bedankt. Du hast recht. Vor lauter lasse mich auch mit. Herr Graf, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie den bösen Zauber gebrochen haben und mich damit befreit haben. Ja, Sie sagen... Ich habe sie von einem Zauber befreit. Natürlich, lieber Graf. Ja, der Siedepfötli hat mir auch von einem Zauber erzählt. Ja, das stimmt auch. Ja, aber Schloss, Zauberer, dann ist der Siedepfötli am Ende aufs Schloss vom Zauberer. Herr König, bitte helfen Sie mir. Wir müssen den Siedepfötli retten. Um Gottes Willen, schnell, kommt. Vielleicht können wir ihm noch helfen. Renn, Vati, renn. Alice, pressiert doch ein bisschen. Ich habe aber Angst. Aber Alice, zum Angst haben, haben wir jetzt keine Zeit. Noch ein bisschen von dieser Säure und von dem noch 2 Tröpfchen. Alles gut rühren. Ah. Das mal klingt es mir ganz sicher. Es ist nämlich schon richtig geil. Aber noch bumbeln. Was, Baff bumbeln? Gold gibt das. Purs, reins, echtes, 24-karätiges Gold. Purs, Gold. Das ist aber schön. Bist doch ruhig, du blöde Krähe. Wo bin ich jetzt gewesen? Da, 1 Esslöffel Steinkohle fein gerieben. Steichel? Ja, ich esse die Tunner Steichel hinter. Da ist sie. Fein gerieben. Ja, so, die müssen sie halt fein rieben. Das wird aber gar nicht gut. Die Art kann man ja selig werden. Ja, das ist wirklich zum Lachen. Für was bin ich denn eigentlich ein Zauberer? Donner, Hebel, Feuer und Blitz, ich feuere kein Stiegelitz, alles, was der Mörser liegt, jetzt zu viele Steine So, das ist wirklich bequemer gegangen. Und nach der Steichhöhle kommt, das ist auf der nächsten Seite, also, eine kleine Prise Salz. Salz? Salz? Wieso jetzt Salz? Das ist mir der Neueste, das habe ich noch nie müssen dazu tun. Noch bei keinem Goldrezept hat Salz dabei gehabt. Ja, wenn die meinen, dann nehmen wir halt eine kleine Prise Salz dazu. Voilà! Voilà! Und jetzt gut schaumig rühren. Dunner Hagel, Feuer und Blitz, Epfeuerranke, Stiegelitz, alles, was der Mörser liegt, rührt sich, bis es schummig wird. Hab mich angerührt. Natürlich. Sicher. Kannst du zaubern, oder ich? Also, du jetzt gesehen. Der Vogel bringt einen ganz raus. Da, schaumig rühren. Jetzt die übrigen Zutaten, Sultaninen, Orangea, Zitronat, Mandeln und Haselnüsse vorsichtig unter den Teig. Los, Teig! Das ist aber schön! Halt den Schnabel, du blöde Krähe! Sollst du den Schnabel halten, sonst bezauber ich dich in einen Kugelhopf! Kugelhopf! Oh, mein ganzes Gold ist versaut, alles futsch und kaputt! Nur Wunder, welcher blödsinnig Trottel das Kugelhopfrezept in mein Zauberbuch hineingeschmuggelt hat. Erbetrottel! Was? Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Als ich beim König Morgenroh war, habe ich mir das Rezept von dem feinen Kugelhopf gegeben lassen, wo wir dort zum Dessert hatten. Ja, habe ich das echt selber? Oh, bin ich ein zerstreuter Hagel.
Es wird höchste Zeit, dass ich wieder einmal aus meiner Zauberstube rauskomme und mich um meine zukünftige Frau kümmere. Ich fliege gerade schnell durchs Fernrohr. Hoffentlich ist der König schon bei. Er hat ja lang genug müssen auf seine Kümmel verzichten. Ist alles ruhig auf dem Schloss? Halt. Was ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Der König Morgenrot kommt mit dem Meier schön direkt auf mein Schloss. Der Rest von Burgen bringt er auch mit. Talisun und der Balz. Das ist ja gar nicht der Balz. Ein komischer Kauz. Der hat ja viel zu weite Kleider an. Ein kleiner Spinner. Spinner? Jetzt alle der Könige so weit. Jetzt haben wir so weit. Der Morgenrot führt mir seine stolze Prinzessin direkt in die Arme. Ja, den erst noch zu Fuß. Jetzt gibt's Arbeit. Jetzt muss ich es fast mein Herz zaubern. Etwas mit Küngel müsste ich sein. Etwas mit Küngel? Jetzt muss alles sauber sein, dass ich den Herr König und meine zukünftige Frau recht empfangen kann. Dann muss ich gerade alles für mein Hochzeit parat machen. Das kommt mir jetzt gerade mit tragen. Das bringt genau die Abwechslung, die ich kann brauchen. Nach dem ganzen Zwingen Eindruck. Man muss halt manchmal ein bisschen Geduld haben mit den Leuten. Ja, lach du nur, Meierschön. Du kommst ein reicher und interessanter Mann. Ich bin der Schönste, das kann jeder sehen. Ich bin der Größte, was will ich mehr? Da ich kann zaubern, was ich will, Potzäpfel und Potzbeerenstiel. Ich werde jetzt Brötiger, auf das plan ich schon lang. Wenn ich das Prinzessli han, bin ich ein Mann mit dran. Dann gehört mir's Königsschloss und meine Macht wird groß. Dann fällt mir's Gold und das Glück ins Schoß. Ich bin der Größte, das ist doch klar. Und wird der Reich, ja, sag ich wahr. Das ganze Königsreich, es ist kein Witz. Wot ich, Potzblitz. Was du nicht sagst. Seid da, miau! Ah, ich sag miau! Du unverschämtes Katzenfink! Ah, kommt einfach da hin und getraut sich auch nicht anzusprechen! Mach das fort, komm, sonst! Ich hab doch noch halb gedacht, du gehörst zu dieser Sorte! Zu welcher Sorte? Zu dieser Sorte Mensch oder Zauberer! Die Leute schon rausrührt, bevor er überhaupt gefragt hat, was sie wollen! Du hast mir das gute Recht, die Leute aus meinem Schloss rauszurühren! Miau! Wenn es dich nicht interessiert. Ich find's nur wunder, warum du mir so empfohlen worden bist. Ich finde nämlich wirklich nichts Besonderes an dir. Wer hat mich dir empfohlen? Das geht dich jetzt gerade auch nicht an. Ich kann nicht mehr glauben, dass du überhaupt zaubern kannst. Wie kommst du, Grünschnabel, dazu, so etwas zu behaupten? Kannst du denn wirklich zaubern? Glaubst du mir's nicht? Nicht so recht. Also gut, was soll ich dir zaubern? Was kannst du? Wie wär's, wenn ich dich verzaubern würde? In einen Vogel zum Beispiel oder in ein Küngel? Das ist doch bibelilicht. Ein kleiner, schwacher Kater kann doch jedes Kind verzaubern. Stimmt, das ist wirklich keine Aufgabe für einen grossen Zauberer. Was wettest du denn gesehen? Was ist denn schwerst? Schwerst? Das Schwerste ist Gold. Das kann, glaube ich, nur einer von allen Zaubern auf der Welt. Und das Zweitschwerste, ja? Ich würde sagen, das ist, wenn man sich selber verzaubert. Selber? Sich selber? Miau! Kannst du das? Klar kann ich das. Was wolltest du sehen? Ein Leu? Oh ja, ein Leu. Gut. Unter Hagel, Feuer und Blitz, Feuerranke, Stiegelitz. Ich werde jetzt gerade bei meiner Treu ein großer, fürchig, böser Leu. Ah.
bist, kannst du wieder vorkommen. Der Leu ist fort. Jetzt habe ich aber schon ein bisschen Angst gehabt. Wie hat dir das gefallen? Gut. Glaubst du mir jetzt, dass ich ein grosser Zauberer bin? Also groß und gefährlich kannst du dich wirklich gut verzaubern. Das muss man da lassen. Aber kannst du dich auch kleiner machen als bist? Ja, etwa so wie du. Soll ich mich in eine Katz verzaubern? Gut. Nachher kleiner kannst du ja wahrscheinlich nicht. Eine Maus zum Beispiel ist sicher schwer für mich. Schwer? Für mich? Für mich ist nichts schwer. Donner, Hagel, Feuer und Blitz. Der Feuer, der Stiegeritz. Ich, der grösste Zauberer, kommt schon draus. Wird jetzt der winzig kleine Maus. Jetzt habe ich dich. Siedepfötli. Siedepfötli. Gib doch endlich Antwort. Siedepfötli. Gott sei Dank, du bist am Leben. Herr König, Herr König. Ah, da sind sie alle. Ich kann nur sagen, jetzt sagt er auch da. Ja, und wo ist der Zauberer? Sind der Pfötli, weißt du, wo er ist? Jawohl, Herr König. Au. Verschluckt. Verschluckt? Ja, gefressen, dank. Das würde ja heissen, dass wir endgültig befreit sind. Stimmt, genau. Das Schloss und das ganze Land gehört jetzt dir, lieber Gusti. Graf von Katzenfels. Und Prinzessin Meierschön kann jetzt den heiraten, den sie lieben. Siedepfötli, du bist der Größte. Ich danke dir vielmals. Ja. Ich danke dir auch vielmals, Siedepfötli. Ich glaube, ich weiss sogar jetzt schon, wen ich heiraten möchte. Dann nimmst du Gusti. Ja. Weißt du, er ist nämlich so ein Liebe. Da habe ich aber auch ein Wörtchen mitzureden. Ich will jetzt allererst mal wissen, wer der Graf überhaupt ist. Aber und... Vati, die Hauptsache ist doch, dass ich ihn gern habe. Bist so gut, sag ja. Ja, hast du denn den Graf von Katzenfeld schon gefragt, ob er dich überhaupt will? Also ich will sofort. Dich hat aber niemand gefragt. Hey, warum schubst du mich? Dass du endlich ja sagst. Natürlich sag ich ja, du Stürmikater, du. Gusti. Dann wünsche ich euch von Herzen viel Glück. Wir wünschen Glück dem jungen Paar, eine grosse Kinderschar. Dass immer froh und Friede sind, bis das Lebensend. Es drübachs hoch auf unser Kater, wo alles kann und alles weiß. Die große Menschen, Stiefelstatter, er ist es Ass, es Nummer eins. Er bringt dem König Morgenrot, sein größte Lieblingsgericht. Hilf jederzeit mit Rat und Tat, sogar der Zauber bricht. Ja, unser Siedepfötli hat das Herz aus purem Gold. Wir hoffen, dass er lang noch lebt, wir sind ihm alle hold. Wir wünschen Glück dem Jungen.